Letztlich ist es so, dass ich glaube, dass es richtig ist, dass der Mensch selbst über seinen Tod bestimmt. Aber damit ist noch nicht alles gesagt. Ich glaube, es ist richtig, dass man die einzelnen Positionen so darstellt, dass sie ganz zur Geltung kommen. Ich glaube auch, dass die Ärzte sehr gute Argumente für die Ablehnung einer Beihilfe zum Suizid haben. Ich glaube auch, dass die Juristen, die sich darüber ernsthaft Gedanken machen, gute Argumente dafür und dagegen haben, genauso Es ist. eben wie die Kirche gute Argumente dagegen hat. Und ich denke, es ist nur fair und richtig und wahrhaftig, wenn man diese Argumente ganz darstellt und dem Zuschauer sozusagen ermöglicht, sich in diese Argumente reinzudenken und sie dann eben zu verwerfen oder ihnen zu folgen. Sonst entsteht keine Diskussion. Das ist dann etwas anderes. Das ist dann so, ja, irgendwie ein Aufsatz, ich bin der Meinung das, aber das interessiert mich nicht. Ferdinand von Schirach. Heute Abend läuft der Film Gott in der ARD. Produziert hat diesen Film nach dem Buch von Ferdinand von Schirach Oliver Berben. Guten Morgen, Herr Berben. Einen schönen guten Morgen. Herr Berben, in Schirachs Stück, das jetzt zum Film geworden ist, will sich ein 78-jähriger Mann das Leben nehmen. Richard Gärtner heißt er. Er ist geistig und körperlich gesund, aber weil seine Ehefrau gestorben ist, ist er selbst seines Lebens müde geworden und will sterben. Als seine Ärztin und auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Verschreibung eines tödlichen Mittels aber ablehnen, bringt er die Sache vor einen Ethikrat. Das ist der Plot von Gott. Was macht diesen Stoff für Sie so brisant? Nun, zunächst mal geht es natürlich darum, in der Debatte, die wir so oft führen, in welcher Art und Weise man in einer Demokratie frei leben kann, frei sein Leben gestalten kann, das Ganze dahingehend zu übertragen, wie es sich denn dabei verhält, wenn man stirbt. Also in welcher Art und Weise, in welcher Freiheit kann man über den Tod selber bestimmen? Es ist ja, habe ich mir beim Anschauen gedacht, eine Art von Gedankendrama, dieser ganze Film, richtig? Ja, es ist interessant, dass Sie das sagen. Die Situation war bei mir ganz ähnlich. Es passiert, dass Sie mit einer wahrscheinlich vorgefertigten Haltung in den Stoff reingehen und meinen, relativ genau zu wissen, wie Sie sich entscheiden würden oder welchen Kommentar Sie zu einer jeweiligen Situation abgeben würden. Und es passiert im Laufe des Stückes, im Laufe des Filmes ständig, aufgrund der, wie ich finde, wirklich guten Argumentationen der verschiedenen Beiräte in diesem Ethikrat, dass man die Meinung ständig wieder hinterfragt, überfragt und sich vielleicht auch umentscheidet. Nun haben 17 namhafte Suizidforscher und Palliativmediziner angesichts der heutigen Fernsehausstrahlung von Gott vor einer fehlgeleiteten Debatte über Selbsttötungen in Deutschland gewarnt. Am Samstag veröffentlichten sie einen offenen Brief an Ferdinand von Schirach und schrieben darin, dass der Film Verkürzungen und Verzerrungen enthalte. Schirachs Gott verneine und entwerte die Arbeit von Tausenden in Deutschland tätigen Medizinern, Psychiatern, Palliativmedizinern, Pflegekräften, Seelsorgern, Mitarbeitern von Hospizen, Krisendiensten und Beratungsstellen der Polizei, Feuerwehr oder Ehrenamtlichen, die mit Selbstmord gefährdeten Menschen zu tun haben. All diese Menschen kämen bei Schirach nicht zu Wort, so lautet die Kritik. Was sagen Sie Schirachs Kritikern? Also zunächst einmal freue ich mich sehr darüber, dass der Film anscheinend genau das macht, was wir uns gewünscht haben, nämlich eine Debatte in Gang setzt. Und diese Debatte kann und soll kritisch sein, dem Stück gegenüber, der Sache an sich gegenüber und vor allem der Situation, dass wir im Zuge der Entscheidung des Verfassungsgerichts im Frühjahr diesen Jahres, im Februar, vor einer Situation stehen, oder nicht wir, aber auf jeden Fall die Politiker vor einer Situation stehen, dass sie sich mit der Gesetzesgebung neu befassen müssen. Und genau deshalb wollen wir ja einen Diskurs, eine Unterhaltung dazu anfachen, in den Mitteln, in denen uns das zusteht und wie wir das können, in dem Fall der Unterhaltung. Und natürlich kann ein Stoff, der über 90 Minuten eine Situation beschreibt, nicht alles abdecken, soll er auch gar nicht. Die Idee dieses Filmes, die Idee dieses Stoffes ist ganz einfach der, eine Diskussion in Gang zu setzen. Und dieser offene Brief ist im Grunde das Schönste und Beste, was man sich vorstellen kann in der Situation, in der wir uns befinden. Nämlich, dass die Menschen anfangen, sich darüber zu unterhalten. Und für uns geht es im Wesentlichen darum, natürlich auch einer breiten Bevölkerung, die vielleicht nicht in den einzelnen Details so tief drinstecken, trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich darüber Gedanken zu machen und sich darüber auszutauschen.
Obwohl es der Ethikrat ist, dessen Sitzung wir beiwohnen im Film, hat das Ganze ja die Anmutung einer Gerichtsverhandlung, was nicht zuletzt am fulminanten Lars Eidinger liegt, der in diesem Film Gott, den Rechtsanwalt Konrad Biegler, sehr, sehr stark, wie ich finde, verkörpert. Es ist irgendwie gerade die Zeit der Gerichtssaaldramen, meinem Eindruck nach. Ökozid verhandelte erst vergangene Woche die Schuld der Politik an einem fiktiven Klimanotstand vor Gericht. Jetzt geht es in Gott schon wieder gewissermaßen vor Gericht. Ist das gerade eine Form, die sehr en vogue ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob das en vogue ist. Ich glaube, dass Gerichtsdramen per se viele Jahrzehnte und Dekaden uns im Filmbereich beschäftigt haben. Denken Sie an die 12 Geschworenen. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob es mit en vogue zu tun hat. Wir haben sicherlich vor 3 Jahren in der ARD mit Terror, einem weiteren Stück von Ferdinand von Schirach, diese Art des Filmes oder der Verfilmung und diese Art der Einbeziehung des Zuschauers da drin nochmal neuen Auftrieb gegeben. Aber vielleicht lassen Sie mich nochmal kurz darauf kommen, was die Idee dahinter ist. Es geht hier nicht so sehr darum, ein Urteil am Ende des Tages zu erlangen, weil das auch sehr schwierig möglich ist. Es geht eigentlich vielmehr darum und dadurch auch das Mittel der Abstimmung und damit die Einbeziehung des Zuschauers. Es geht darum, dass das Fernsehen in diesem Fall zu einem aktiven Medium wird, dass der Zuschauer sozusagen nicht nur zuhört und passiv die Inhalte mitbekommt, sondern dass er an einem gewissen Punkt dazu aufgefordert wird, selber sich Gedanken zu machen und darüber zu diskutieren. Und deswegen glaube ich, dass diese Art bei so wichtigen Themen, die aber eben keine einfachen Antworten vorgeben oder produzieren können, am Ende ein sehr gutes Mittel ist, dass man sich in der Form, wie es einem möglich ist, in der Familie, bei den Freunden, bei der Arbeit oder auch sonst wie und natürlich auch im weiteren Sinne in der Presse damit auseinandersetzt. Insofern eignet sich diese Form des Dramas, ob Sie es jetzt Gerichts- oder Ethikrat-Drama nennen, eigentlich sehr gut dafür. Das sagt der Film- und Fernsehproduzent Oliver Berben über den Film Gott, der heute Abend um 20.15 Uhr in der ARD läuft. Die Zuschauer sind dazu eingeladen, heute Abend nach der Sendung multimedial abzustimmen und mitzudiskutieren. Das Ergebnis wird anschließend in der Sendung Hart, aber fair Thema sein. Herr Berben, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.